du jetzt rund... Halt mal, ist es das, was ich denke? Mehl, oh nee. Fuck off. Komm runter und du stirbst. Bist du es, der gerade angeflogen kommt, Laguna? Ah ja. Kannst du mal das Vieh da oben umbringen? Hat mir hier schon eins geschossen. Hat schöne weiße Federn. Halt mal, was hat das eigentlich für Stats gerade? Oh Gott, nein. Okay, das ist gut. Das ist auch gut! What the fuck is that? Halt mal. Willst du mir jetzt sagen, das ist Level 21? Ich glaube, das Vieh ist Level 21. Also es ist nicht das, was ich haben will. Komisch, da brauche ich vorher noch was anderes. Das ist Level 19. Das ist Level 2 und gleich tot. Wird ja von genügend Viechern gefistet. Laguna da drüben, Laguna? Da drüben sind genügend Fleischfresser zum Umbringen. Und dieses Vieh nehme ich nicht, das ist Level 19. Obwohl es Level 2 war am Anfang. Ich werde es leider umbringen. Obwohl ich es nicht so gern umbringe. Ah, egal, ich lasse es einfach aufwachen. Schau denn das Fleisch. Von mir aus kann es überleben. Aber es kriegt nicht mehr zu futtern. Ja, ich weiß, jetzt habe ich meine Pfeile für das Vieh verschossen, aber ich mag nicht so gerne Viecher umbringen. Bin strikt dagegen eigentlich. Nicht wahr, Laguna? Ah, ne, falsche Pfeile dabei. Ich nehme erstmal lieber doch die anderen Pfeile mit. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin aber viel zu freundlich, auch wenn es um ein Spiel geht. Nein, viel zu freundlich. Da sind ja richtig viele Argentavis. Mal gucken. Du hast es jetzt nicht umgebracht. Also du bist ein Schwein. Hilfloses Tier umbringen. Das ist eigentlich die Normale hier. Mehl. Female Level 3. Ey, da hinten Female Level 3. Ey, das ist gerade... Oh, nee. Gegen was kämpfen die gerade? Komm mal zu mir, Laguna. Hier ist ein Female Level 3 und das schön weiß. Oh, scheiße, ich kämpfe gegen Skorpione. Oh ne, du greifst mir jetzt an, ne? Da muss ich leider töten. Tut mir leid. Das ist ein Privatserver. Ist das, was ich denke? Ja, das ist es. Also das, was ich haben will. Verdammt! Ich muss so erstmal entkommen und dann seine R4 umbringen. Das geht so.
Tranquilizer-Pfeile, Tranquilizer-Pfeile. Und noch genügend Leben. Komm her zu mir, mein Freund. Komm zu mir. Folge mir. Oh nee. Willst du dich mit mir anlegen? Da. Du? Du kriegst einen Betäubungsfall. Komm schon, sei betäubt. Sei betäubt. Fall um. Perfekt. Bei mir ist ein Level 3er viel, Laguna. Ich werde sie alle umbringen. Ich werde sie jetzt alle umbringen. Ist mir scheißegal. Ich bin gnadenlos, wenn es um mein Tier geht. Kannst du die Vögel umbringen? Der will sich nicht mehr anlegen, okay. Der hat sich mit mir angelegt und hat das verloren. Noch jemand mit mir anlegen? Ah? Ja, ich will mir anlegen. Zwei Vögel sind gestorben. Auf einmal. Ich schlachte die mal schnell, ne? Da will ich nicht mehr anlegen, okay. Dann schnell. Ja, das Tierchen sieht ja auch schön aus. So, was hat das für Stats? Oh, yes! Geile Stats. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Ich werde die Stats mal angucken. Sieht eigentlich ganz gut aus bei denen hier. Hast du vielleicht noch Fleisch, was du nicht brauchst? Bist du eingeschlafen? Okay. Das übrigt meine Frage. Kannst du ein bisschen Patrouille fliegen und die Viecher hier umher umbringen. Levelt ja auch noch dann ein bisschen. Was schmeißt denn da schon wieder raus? Bären, 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 Bären. Das wird dauern, bis der getamed ist. Ja, ich bin auch so gut wie blind, deswegen versuche ich die ganze Zeit zu gucken, dass hier keine Fleischplätze auf einmal erscheinen. Sieht cool aus, ne? Also ich finde, der gefällt mir richtig gut. Und seine Stats sind auch nicht schlecht. Ja. Oh. Ist ziemlich gut. Sogar seine Stamina ist schon ziemlich hoch. Das für ein Level 2er ist das schon ziemlich gut. Da habe ich mir ein gutes Tier ausgesucht für dich. Vorsicht!
Er ist tot. Das habe ich nicht gedacht, dass sie jetzt Fleischfresser dann spawnen. Deswegen will ich auch unbedingt bei meinem Vogel bleiben. Ja, richtig, ne? Genau, Laufgeschwindigkeit. Hey, Brühl legt sich. Langsam. Also Level 3er Vieh. Also das Level 3er Vieh sieht echt nicht schlecht aus. Allein schon das Design gefällt mir gut vom Vogel. Ne? Das Beste ist, er steigt kein Level auf. Hoffe ich zumindest. Zerfetzt ihn in der Luft. Ist das geil, wie das so. Und zerfetzt ihn und ich hol mir das Fleisch, ey. Einfach genial, ganz ehrlich. Einfach geil. Was Beste ist, du kannst damit auch noch dein Vieh ein bisschen leveln, ne? Da hinten ist ein Skorpion. Brauchen wir später auch noch. Wenn wir uns einen dieser speziellen Viecher holen wollen. Den komme ich jetzt nicht abernten, weil, weißt ja, ich will lieber auf ihn aufpassen hier, ne? Halt, kommt er gerade zu mir? Ne, er läuft gerade weg. Aber ey, das ist so scheiße, ey. Tut mir irgendwie im Herzen weh, jedes Mal ein Tier zu verlieren hier. Ganz ehrlich, ich weiß nicht warum. Soll doch eigentlich immer so herzlos sein. Ich bin tierfreundlicher als menschenfreundlich. Ah, finde ich lustig. Muss ich leider drüber lachen. Esse aber trotzdem Tierfleisch. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Primate wäre jetzt vom Vorteil, aber das ist ja nicht gerade leicht zu kriegen, muss man dazu sagen, ne? Willst du den Skorpion töten oder willst du den Skorpion knutschen? Aber als erstes werde ich bei dem gleich wieder die Stärke hochrotzen. Glaube ich. Nee, doch, Stärke. Danach die Stamina. Die Stamina ist ja bei 825. Das ist ja schon ziemlich hoch. Ja, weil die Stärke ist ja am wichtigsten am Anfang irgendwie. Stamina ist zwar auch wichtig, aber das kann man später auch noch machen. Und das Leben ist auch nicht schlecht. Das ist über 300. Wir haben doch eigentlich nur 290 gehabt, oder nicht? Deswegen wundert es mich, warum der so hoch ist. Das ist für ein Vieh, das gerade mal Level 3 ist, ziemlich hoch. Also ich glaube, das wird perfekt zum Züchten sein.